Jesus, wir müssen reden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Weißt du, was ich da gerade gehört habe, was du gesagt hast? Da kam jemand zu dir, der sagt, ich will dir nachfolgen, ich will dein Jünger werden, lass mich nur schnell mich von meiner Familie verabschieden. Und was sagst du? Oh, das kann nicht wahr sein. Nee, das geht nicht, jetzt oder gar nicht. Wer die Hand an den Pflug legt, der und zurückschaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sag einmal, so kann man die Leute verbrennen. Geht es nicht auch kompromissbereiter? Aber das machst du ja immer wieder. Weißt du, solche Schocker, ja? Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem halt auch die andere hin. Du magst ja recht haben, aber du machst es uns damit halt auch nicht wirklich leicht. Ach. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Naja, irgendwie hat Jesus ja auch recht. Wenn man immer nur auf die Vergangenheit schaut, dann tut man sich manchmal schwer mit dem Blick nach vorn. Da ist die Vergangenheit, die man liebt, und deshalb lässt man sich ungern auf Neues ein. Oder manchmal sind da auch die Lasten der Vergangenheit, die uns lähmen, bedrücken, uns die Kraft nehmen, um uns auf etwas Neues einzulassen. Also geht dann alles weiter im alten Trott und wir landen letztlich in einer Sackgasse. Manchmal braucht es einen klaren Schnitt, einen kompletten Neuanfang. Hier gab es bis vor wenigen Jahren eine alte, nostalgische Eisenbahnbrücke, aber irgendwann hat man gemerkt, das hat keine Zukunft und inzwischen fließt der Verkehr hier auf ganz neuen Gleisen, ganz anders. Das Reich Gottes hat auch neue Wege eröffnet, funktioniert ganz anders, mit neuem Denken, frischen Ideen, dem Mut zum Risiko, zum Beispiel auch, wenn ich jemandem meine Liebe schenke, obwohl ich nicht weiß, ob da was zurückkommt. Neues Denken, neue Wege auf neuen Gleisen, darum geht's. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, das kann ja auch Mut machen. Auch mal Vertrautes loszulassen, ein Risiko einzugehen, als Kirchengemeinde neue Wege zu gehen, als Mensch mit Gottvertrauen die Werte zu leben, die Jesus verkündigt hat, auch wenn ich weiß, dass ich damit einmal Enttäuschungen riskieren werde. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass Vergangenheit unbedeutend wäre. Nein, die ganze Bibel atmet ja Geschichte. Geschichten des Glaubens, des Vertrauens, des Zweifelns, des wieder Hoffnung fassens. Das gehört zu unserem Leben, unserem Christsein dazu. Wir leben auch aus der Vergangenheit, aber wir leben auch in die Zukunft hinein.